Hallo, hier ist wieder eure Anja von Die Frau am Grill. Chili con Carne kennt ihr, oder? Chili sin Carne sicher auch. Und bei mir gibt's heute Chili con Bacon. Könnt ihr euch sicher vorstellen, was da drin steckt. Die Chili con Bacon könnt ihr euch vorstellen wie den kleinen dicken Bruder vom Chili con Carne. Wenn ihr mit dem auf einer Party auftaucht, den reißen euch die Leute aus der Hand. Das ist das absolute Partyfood. Ich werde euch natürlich zeigen, wie Chili con Bacon gelingt und auch, wie man die Schärfe von Chilischoten testen kann, ohne dass man sich die Schnute verbrennt. Also viel Spaß bei diesem Video. Mein Chili con Bacon werde ich heute im Dutch Oven zubereiten. Gelingt natürlich auch am Herd in der Küche oder im Dutch Oven eben auf einer anderen Feuerstelle. Hier seht ihr den Dutch Oven von der Firma Lodge. Der wird in Amerika produziert. Der hat ein Fassungsvermögen von 10 Litern und wenn man ihn mal hochhebt, hat er hier so tolle Füße dran. Da lässt er sich auch im Lagerfeuer betreiben oder auf Briketts. So, und ich werde heute meinen... Es gibt noch was Cooles dazu. Ja, was denn? Und zwar den Deckelhalter, der vor dir liegt. Ah. Dieser Deckelhalter hat nämlich auf der Griffseite ein Loch. Da kannst du jetzt in die Wand einen riesen Haken reinschlagen, ja. Kannst den aufhängen praktisch. Aha. Und an diesem Halter kannst du dann den Dutch Oven aufhängen an der Wand, so sparst du Platz. Hey, mega cool, super. Ja, gut, und ich werde heute den Dutch Oven auf meinem Hockerkocher von der Firma Dross Professional Services betreiben. Den gibt es da übrigens auch, diesen Dutch Oven bei der Firma Dross. Hockerkocher und Dutch Oven verlinke ich euch unten in der Infobox. So, und jetzt einen ganz kurzen Blick über die Zutaten. Also hier, das ist ja schon wieder, Kameramann, mundgerechte Stücke sollen das sein. Ja, das ist für mich mundgerecht, ja, und das ist für dich mundgerecht. Von deinem Mund ausgehend, ja. Also schneidet das vielleicht ein bisschen kleiner. Des Weiteren haben wir hier Zwiebeln und Knoblauch. Wir haben Kidneybohnen, Paprika, Mais, stückige Tomaten, die Chilis natürlich nicht zu vergessen und etwas Sonnenblumenöl zum Anbraten. Ich werde heute mal versuchen, ohne Salz und Pfeffer zu kochen. Schauen wir mal, ob das gelingt. Und zwar ziehe ich mir das Salz ziehe ich mir aus dem Speck und ja, Schärfe vom Pfeffer bringe ich natürlich durch die Chilis hinein. Also auf geht's! Wir starten mit Sonnenblumenöl. Oh, da kann man halt sofort loslegen. Der Hockerkocher ist schon echt toll, weil der so eine Power hat. Das ist echt Wahnsinn. Also legen wir gleich los mit dem Speck. Der wird jetzt ausgelassen und angebraten. Welche Gewürze nimmst du eigentlich her? Ah, ich habe mich jetzt für etwas Kreuzkümmel entschieden, werde ich noch dazu geben. Und der restliche Geschmack, der kommt eben aus den Zutaten, die wir hier haben. Schön aus der Röstung vom Speck, von den Zwiebeln, vom Knoblauch und natürlich von der Chili. So, ihr könnt den Speck natürlich bis zu eurem gewünschten Bräunungsgrad da drin auslassen und anbraten. Also mir gefällt das jetzt ganz gut. Zeit, Zwiebeln und Knoblauch dazu zu geben. Boah, herrlich, wie es hier riecht. Wahnsinn. Wunderbar. Da hat sich jetzt auch ein bisschen Bratensatz gebildet. Das bringt Aromen und einen guten Geschmack. Das löst sich jetzt dann, ja. Weiter geht's mit Paprika. Dem Mais. Und den Kidneybohnen. Jetzt wird's richtig bunt. Schaut noch mal rein. Sehr schön. Gewürzt wird mit Kumin oder auch Kreuzkümmel genannt. Da gebe ich schon einen guten Esslöffel rein. Ihr könnt auch noch mehr reingeben. Ja. Ist Geschmackssache. Okay. Ja. So, sehr gut.
Super. Und zu guter Letzt die stückigen Tomaten. Wow. Ja, das war's, oder, Kameramann? Nein, du wolltest doch noch die Chili-Trick vorstellen. Na, Logo. Kein Chili-Con-Bacon ohne Chili. Zu dem Trick kommen wir jetzt gleich. So, jetzt kommen wir zum Chili-Trick. Ich verwende Chilischoten frisch aus dem Garten, also frische Chili. Ihr könnt natürlich auch Chili in Pulverform verwenden oder Chili-Flocken. Ja, und jetzt sind ja so Chilischoten so kleine Überraschungspakete. Man weiß nicht, wie scharf sie sind. Und da gibt es jetzt einen Trick, den möchte ich euch jetzt präsentieren. Einen Ring. So. Und dann gibt man das Ganze dem Kameramann zum Kosten. Das ist dein Trick? Ja. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich bin. Auf die Zunge legen. Ja. Und wenn's die nicht Reaktion brennt, abwarten. Kann man kauen. Die Grüne ist Kindergarten. Ja, es gibt ja Leute, die auf so scharfe Sachen stehen. Die Rote. Da findet ihr sicher auch jemanden, der für euch schon mal verkostet. Boah. Rote ist scharf. Okay, dann gehen wir ein kleines Stück von der Roten rein und die ganze Grüne, oder? Einverstanden? Ja, das ist halbe Rote und... Aha, gut. Ich werde noch die in der Mitte durchschneiden und dann diese, wie sagt man da, diese Trennwände da herausnehmen, weil... Lang dir bloß nicht in die Augen. Ja, ich weiß schon, weil hier ist nämlich auch die ganze Schärfe drin. Da habe ich mal ein Interview mit der Chili-Expertin geführt, verlinke ich euch rechts oben. Ich habe übrigens einen Trick, wenn das Essen zu scharf ist, was man da machen kann beim Chili con Carne. Was? Sour Cream. Mit Sour Cream dagegen arbeiten, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Okay. Wenn es komplett überschärft ist, dann geht natürlich nichts mehr, aber ein bisschen. Gute Idee. Kann man es abmildern. Sehr gut. Das jetzt rein damit. Ich habe echt Hunger. Natürlich. So. Und Deckel drauf. Gut ist's. Nochmal kurz umrühren. Das muss natürlich auch noch sein. Boah, das duftet schon so gut. Und es sieht gut aus. Also Deckel schließen und dann lassen wir es mal für mindestens eine Stunde köcheln. Und dann wird probiert. So, eine Stunde ist vergangen. Zeit hier mal nachzuschauen. Ihr könnt das Chili con Sin Carne Sin con Bacon. Bacon, ja, ich komme ganz durcheinander. Ihr könnt das Chili con Bacon auch länger köcheln lassen. Aber das sieht doch jetzt schon herrlich sämig aus. Wunderbar. Und ich werde jetzt einmal kosten. Beilagen? Beilagen, ja. Da frage ich euch doch gleich, ihr Zuschauer, welche Beilagen serviert ihr zum Chili con Carne oder eben zum Chili con Bacon? Vielleicht Baguette, Tortilla-Chips, Reis oder Nudeln. Ich genieße es auch gern pur, muss ich zugeben. So, jetzt schauen wir, ob wir überhaupt noch Salz brauchen, ob man noch nachwürzen muss mit Pfeffer. Das werde ich jetzt mal für euch testen. Also die Konsistenz gefällt mir schon mal sehr gut. Es ist einfach herrlich. Genau so stelle ich mir Chili con Carne, aber auch Chili con Bacon vor. Und der Bacon, der bringt da einen wunderbaren Geschmack mit. Also der hat sein Aroma hier abgegeben. Die Zutaten sind schön weich, es ist alles sämig, es ist herrlich. Also wir brauchen auch kein Salz und Pfeffer mehr, aber das müsst ihr selber entscheiden. Einfach mal kosten und dann gegebenenfalls noch abschmecken. Also wunderbar, wir können es uns schmecken lassen, Kameramann. Und die Schärfe? Die Schärfe, wunderbar, genau zur Schärfe. Also das ist genau ausgewogen. Genau so soll für mich das sein. Na? Also super, perfekt. Ja, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich blende euch hier was ein. Aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder am Start bin. So, und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja. Macht's gut.